So, also, hallo und herzlich willkommen zu der 11. Folge Back to Glory. Hier ist unser Team. Meine Stimme ist heute ein bisschen komisch, ich bin ein bisschen erkältet, aber egal. McGeady natürlich mit dabei. Ich habe ein paar Änderungen gemacht. Ich habe Boateng reingetan, weil Rositzki keinen Vertrag hat und sowieso ziemlich wenig Fitness hat. Das sieht man gerade nicht, aber... Aber er hat ziemlich wenig Fitness. Außerdem habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe Felipe Luis hier als Rechtsverteidiger reingesetzt. Das fuckt mich immer noch so ab, dass ich Felipe Luis gezogen habe. Eine Folge, nachdem ich Alberto Moreno gezogen habe. Die zwei besten LVs in der Premier League. Und ich habe so lange auf fucking LV gewartet. Egal. So, mal sehen, wie es in der Liga aussieht. Ich habe das Spiel auf Englisch. Egal, das stört ja fast gar nicht, glaube ich. Heute können wir aufsteigen. Brauchen noch 2 Punkte, um aufzusteigen. Yo. Lass mal probieren. Sofort ein Team... So, da ist der erste Gegner. Deutschland, Wappen, Hatter, Dortmund, Trikots. Ach du Scheiße, eine 85er Wertung. Alter, wieso komme ich gerade gegen solche überpowerte Teams, Mann? Lewandowski, Reus, Müller, Schweinsteiger, Götze, Lahm, Alaba, Boateng, Hummels, Piszczek, Neuer. Einfach alles mit den übertriebensten Chemistry-Styles versehen. Ach du Scheiße. Alter, McGeady vernascht. Alter! Alter, was ein Tor! Wie McGeady vernascht hat! Es tut mir leid, dass ich nicht geredet habe. Aber ach du Scheiße, ich hab's echt nicht erwartet, dass ich... Boateng! Nein, oh mein Gott, ich hab den Trick verkackt. Oh shit, das könnte schlecht enden. Oh nein. Fuck. Nein. Oh, Lewandowski, verpiss dich doch mal. Oh mein Gott, ich hab mit einem Fehlpass so ein bisschen Konter eingeleitet. Und was war mein fucking Torwart? War schon Gignac! Oh nein! Jawohl, so muss das sein! Aiden! Alter, wurde der umgehauen! Lauf, Aiden! Aiden, es ist deine Zeit! Es ist deine Zeit! Aiden! Schiri! Schiri! Lauf, Morata! Morata! Hau das Ding da! Ach du Scheiße, was ist da? Oh! Jesse Rodriguez! Was war das denn für eine Ballannahme von Morata? Aber Jesse Rodriguez haut das Ding da rein. 2-1, jawohl. Oh mein Gott. So, ich wurde gerade angerufen, deswegen habe ich die Abzeitstatistik nicht gezeigt. Aber es stand 8-6 Schüsse für mich. Und ich hatte 60% Ballbesitz. Ich zerstörte den Typen. Und es ist einfach so unverdient, dass er ein Tor hat. Aber egal. Wenn ich so weiterspiele, sind es locker easy 2 Packs für mich. Oh, Jesse Rodriguez! Rodriguez! Roulette Spin! Ich mein Berber Spin! Oh! Oh, fick mein Leben, Alter. So, das war's! 2-1, die zweite Halbzeit war sau langweilig. Jetzt könnt ihr selbst die Statistik sehen. Wie gesagt, ich wurde angerufen, also konnte ich sie zur Halbzeit nicht zeigen. 2-1 gegen Sulten, gutes Team ist schon, gutes Ergebnis. Das Tor mit Boateng war sau nice, wie ich mich mit McGeady durchgeskillt habe. Jo. Jesse Rodriguez, Mann des Tages, ein paar schöne Coins. 12 Schüsse, 6 aufs Tor, 57% Ballbesitz. Der Gegner ist am Ende ein bisschen mehr reingekommen, 10 Schüsse, 5 aufs Tor. Und damit sind wir in die 7. Liga aufgestiegen. Ich glaube in die 7. Liga. Jo, es läuft bei uns. Lass mal im nächsten Spiel einen Titel holen. Aber zuerst hier die 2 Packs, die wir gewonnen haben. Gibt es 15k Packs? Nein. So, Tim Howard ist vorne drauf. Jetzt bitte gib mir einen Stürmer aus der Premier League, der was taugt. Bitte. Ah ja. Aber Janusai wird gut reinpassen. Wer
sonst Barcelona Wappen, das schickt mich aber nicht so, also behalte ich mein West Brom all. So, nochmal Tim Howard, jetzt ein. So, nochmal Tim Howard, jetzt ein iPhone Pack. Batz, batz, batz. Tim Howard. Es hat mir meine Coins abgezogen! Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Schickt! Wo sind meine Sachen, die ich bekommen habe? Ah, okay, ich krieg die doch noch. Ach du Scheißwäscher. Oh, Shikawi, Alter. Den wechsle ich ein. Es juckt mich gar nicht. Den wechsle ich ein, damit wir mal einen guten Stürmer haben. Und dann wird wieder ein bisschen geskilly-willied. So. Ich ändere mal das Team und dann suchen wir das nächste Spiel. So, das ist jetzt unser Team. Wir brauchen jetzt nur noch einen Stürmer aus der Premier League und einen Torwart aus der Premier League. Und dann haben wir volle Chemie. Ich werde Morata sofort am Anfang auswechseln und dafür Shikawi einwechseln, weil er einfach ein Biest ist. So, dann lass mal die 8. Liga gewinnen. Da ist der Gegner auch schon. Nein, wir müssen die blauen Trikots benutzen. Schade, die schwarzen Trikots sehen so geil aus. 81er Wertung, 100 Chemie, schon mal besser als unser Team. Remy, Schürrle, Willian, Fair, Diaby, Dembele, Moreno, Koscielny, Onua, Walker und Begovic. Ach du Scheiße, ist das eine Pace-Hure. So, und da kommt die Maschine, Shikawi. Oh. Ja, Torwart, du behinderter Spast. Lauf, lauf, Song, Song. Holy shit, wo schießt der hin? Aiden! Oh, Aiden, Alter! Wie der heute ausrastet! Shikawi! Shikawi! Oh Mann! Lauf, Shikawi! Shikawi! Ach du Scheiße, mach doch endlich mal ein Tor! Sissé! Sissé! Papi, ist denn was ich sehe? Jawohl, Mann! Ach du Scheiße, ich hab so eine Siegesserie im Pexi, glaube ich, gerade. Jawohl! So, das war's für die erste Halbzeit. 2:0, völlig verdient. Ich zerstöre den, mehr will ich nicht sagen. Oh, schön! Sissé, 3:0. Batz. Keine Ahnung, was es gerade war. So, 3:0. Die zweite Halbzeit war schon wieder langweilig ohne Ende. Ich glaube, ich habe nur ein Tor in der zweiten Halbzeit geschossen und das war's. Wieder zwei Packs. Assi nice. Und jo, mal sehen, wie die Statistik aussieht. 12 Schüsse, 6 aufs Tor gegen 5 Schüsse, 2 aufs Tor. Also völlig verdient. Damit haben wir die 8. Liga gewonnen und steigen in Liga 7 auf. Es wird langsam. Aber im Moment ist es noch ziemlich einfach, die Spiele zu gewinnen. Aber wir brauchen zwei kompetente Stürmer, weil es echt langsam ein bisschen knapp wird mit Sissé und Dings. Alaba vorne drauf. Wer wird drin sein? Vidic passt nicht rein. Ach du Scheiße, haben wir da viele Spieler drin bekommen. Ander Herrera wird gut reinpassen. Er spielt ja auch in der Premier League. Aber sonst, naja, es ist kein so richtig gutes Pack. So, Griezmann ist vorne drauf. Rojo, der passt gut rein. Und noch ein 5-Sterne-Skiller, Alexandre Maxim. Jawohl, Alter, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Benfica-Wappen, das mache ich aktiv, weil ich Benfica-Wappen einfach übertrieben feier. Jawohl, das ist schön. Aber immer noch kein Stürmer, kein Torwart. Ja, ich weiß ja genau, was ich morgen hochlade, aber es wird natürlich geil, weil es ja von mir kommt. Jo, wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen hoch und wenn ihr neue Seiten beispielsweise coole Videos sehen wollt, dann drückt abonnieren. Jo, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal.